Ja, hallo liebes Exzessivpublikum. Heute wird es wieder hochpolitisch. Cannabis ist ja momentan in allen Medien, in aller Munde. Und wir haben uns gedacht, Mensch, da fragen wir doch mal beim Herrn Özdemir hier an, der neulich mit einer Handpflanze erwischt wurde im Video, ob er uns ein Interview gibt. Und sage und schreibe, Herr Özdemir gibt heute exzessiv ein Interview, deswegen, wir fahren jetzt mal im Bundestag. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, ist ja gerade nebenan, fragen wir bei Frau Mortler auch mal nach einem kurzen Interview. Die ist leider auf Dienstreise. Ein O-Ton wollte uns der Pressesprecher auch nicht geben zum derzeitigen Cannabis-Thema. Nicht mal eine Drehgenehmigung für die dortigen Räumlichkeiten, also nicht für die Räumlichkeiten, sondern für den Innenhof oder so, dass wir für den Beitrag ein bisschen auf dem Innenhof dort drehen konnten. Nein, auch das ging nicht. Deswegen werden wir nach dem Interview mit dem Herrn Özdemir noch kurz vor dem Büro von der Frau Mortler vorbeischauen in der Friedrichstraße. Und ja, kommt mal mit. Ich freue mich schon auf das Interview und ja, bis gleich. Hallo, liebes Exzessivpublikum. Heute ganz ohne Besuch den Herrn Özdemir. Hallo, Herr Özdemir. Hallo, Tag. Ja, ich freue mich wirklich, dass Sie hier sind. Und natürlich geht es um die Handpflanze vom Herrn Özdemir. War ja medial sehr in aller Munde. Und Herr Özdemir, war das Ihre Pflanze? Nein, das war nicht meine Pflanze. Sie ist wieder da, wo sie herstammt. Aber es war auf jeden Fall eine Handpflanze. Und die war auch am Blühen schon, wie ich gesehen habe. So, also. Kennt sich gut aus. Ich bin da nicht so Experte. Okay, also die war sozusagen nur bei Ihnen zu Gast. Ja. Das Verfahren wurde jetzt nach 153 StBO, Strafprozessordnung eingestellt. Um genau zu sein, zwei Verfahren. Es gab ja dieses Verfahren. Da gab es noch ein zweites Verfahren, weil die Berliner Grünen haben mir eine Pflanze, eine weibliche Pflanze aus dem Berliner Hanfmuseum überreicht auf den Landesparteitag als Dank für meine Rede dort. Allerdings ging die Pflanze wieder zurück ans Hanfmuseum, da ich ja dafür eine Genehmigung bräuchte, wie Sie wissen, auch für eine weibliche Pflanze. Da ich über die nicht verfüge, ging sie zurück. Das hat aber auch zu Ermittlungen geführt. Beide Verfahren sind jetzt eingestellt worden. Dann Glückwunsch nochmal dazu. Danke. Und wie geht es denn jetzt weiter in Sachen Hanf bei den Grünen? Na, im Prinzip war das alles Teil einer Gesamtetappe. Das Verfahren hätte auch gerne länger dauern dürfen. Das wäre dann aber, glaube ich, wenn es vor Gericht gegangen wäre, kein Verfahren gewesen über mich, sondern ein Verfahren über die absurde deutsche Drogenpolitik, insbesondere im Umgang mit Cannabis. Und jetzt kommt die Ebene, in der wir uns jetzt gerade befinden, nämlich der Deutsche Bundestag. Wir werden einen Entwurf dazu machen. Da sind wir gerade am Feintuning. Und den hier einbringen. Und ich hoffe, spätestens 2017, wenn wir Deutschland regieren, gibt es dann auch eine Umsetzung dessen. So ein bisschen was passiert ja jetzt schon. Ich denke, da haben wir auch einen Beitrag dazu geleistet, dass die Bundesregierung, Frau Mortler ja sogar endlich zugibt, dass im gesundheitlichen Bereich für Schmerzpatienten Cannabis legalisiert wird oder einfacher der Zugang gemacht wird, auch auf Krankenschein, dass man das bislang nicht gemacht hat, ist im Prinzip eine Form von unterlassener Hilfeleistung. Ich meine, die Vorstellung, dass die ganzen schweren Sachen mit Hammernebenwirkungen, mit Wahnsinnskosten legal zugänglich sind, aber Hanf nicht mehr davon kriminalisiert wird, das hat mit Moral und mit Anstand nichts zu tun. Da setzt auch meine nächste Frage an. Kennen Sie da schon konkretere Pläne von der Frau Mortler? Denn es gibt, ich habe jetzt zwei, dreimal Feedback von Patienten bekommen. Die haben gesagt, das wäre das nächste Lex Sativex. Das würde pflanzliches Cannabis nicht berücksichtigen. Haben Sie da schon Feedback? Also das Problem bei Frau Mortler ist, sie eiert da ja rum. Sie löst das Grundproblem nicht. Man kann das nicht scheibchenweise machen. Also die gesamte Grundeinstellung muss sich ändern. Es gibt alle möglichen Studien, die zeigen, dass die gesetzliche Regelung, nehmen Sie das holländische Modell oder nehmen Sie die Franzosen, die eine restriktive Politik haben, 0,0 Einfluss auf die Frage, wie viel konsumiert wird. Das Einzige, was die Frage des Konsums beeinflusst, ist die Einstellung dazu. Die ändert sich von Jahr zu Jahr. Insofern, die Politik der Bundesregierung führt nicht dazu, dass weniger konsumiert wird, sondern sie führt dazu, dass der Schwarzmarkt blüht. Man kann ja gegenwärtig im Görlitzer Park sehen, wie die Bundesregierung sich die Lösung des Problems vorstellt. Verunreinigtes Zeug, was zu Psychosen führen kann, zu drastischen gesundheitlichen Problemen führen kann. Der Schwarzmarkt fragt nicht nach einem Personalausweis. Jugendschutz bei Frau Mortler ist gleich, jeder kann in das Zeug ran beim Schwarzmarkt.
Und schließlich drittens, ich schicke die Leute zur selben Szene, wo auch das harte Zeugs verkauft wird. Das ist die Politik der Bundesregierung. Unsere Politik führt dazu, es gibt einen strengen Jugendschutz. Unter 18 wird nichts abgegeben. Es gibt dann so eine Art Reinheitsgebot sogar. Ich bin ja amtierender deutscher Botschafter, also davon verstehe ich was. Es gibt dann auch sowas wie eine Art Reinheitsgebot bei Cannabis. Und die Szene wird getrennt, weil ich die Leute aus der Illegalität raushole. Ich kann dann gesundheitliche Aufklärung machen. Ich kann ein Werbeverbot verhängen. Und nochmal, mir geht es nicht um eine Verherrlichung. Also ich bin ja selber auch Vater. Ich will nicht nach dem Motto, jetzt kifft mal euch alle die Birne weg. Das ist nicht mein Punkt. Sondern ich will, dass die Menschen selber frei entscheiden, wie sie damit umgehen. Und ich will sie rausholen aus der Illegalität. Und dazu gehört auch, dass man zu Hause eine oder zwei Pflanzen besitzen darf. Und gerade Frau Mortler, die aus einem Bauernhof kommt, in dem Hopfen angebaut wurde, sollte ja ein bisschen wissen, dass Hopfen und Hanf ja auch verwandt sind. Insofern sollte sie eigentlich da mehr Verständnis haben. Nächste Frage. Sie sind ja da auch direkt sozusagen betroffen als Anwohner. Was halten Sie von der Idee von Ihrer Kollegin Hermann in Kreuzberg mit dem Coffeeshop-Modell? Das finde ich richtig, aber weder die Kommunen, die sind ja die Hauptleidtragenden, noch die Länder können das lösen. Der Bund ist da gefragt. Der Bund muss die gesetzlichen Grundlagen schaffen. Eine weitere Absurdität ist ja, dass das Thema Kraftfahrzeugverkehr sich zu einer Art Nebenstrafrecht gerade entwickelt hat. Das heißt, Leute, die vielleicht mal vor einem Monat konsumiert haben oder vor zwei, drei Wochen konsumiert haben und jetzt Mengen haben von unter dem Grenzwert, der international als Grenzwert akzeptiert wird, können ihren Lappen verlieren, können ihren Führerschein verlieren. Völlig absurd, da wird das Strafrecht auf den Kopf gesetzt und da stimmt die Verhältnismäßigkeit nicht mehr. Das sind alles Dinge, das müsste der Bund regeln. Dafür brauchen wir eine andere gesetzliche Grundlage. Auch da sage ich, es muss einen Grenzwert geben, so wie beim Alkohol, völlig klar. Wer kifft und gleichzeitig Auto fährt, verliert den Lappen oder muss Sanktionen bekommen. Aber wer vor einem Monat gekifft hat und danach Auto fährt und der den Lappen verliert, das ist absurd. Da habe ich auch noch eine ganz konkrete Frage zur Repression. Denn in Baden-Württemberg, Ihrem Heimatland, wo Sie herkommen, ist ja eine grün-rote Regierung schon seit einer Weile dran. Da hat sich in Sachen Cannabis leider relativ wenig getan. Wie kann das sein? Also erstmal, die Länder können das Problem nicht lösen. Ich will das gar nicht schönreden. Wir haben ja unterschiedliche Grenzwerte, was die Frage des Eigenbesitzes angeht. In Rheinland-Pfalz ist er jetzt beispielsweise gerade erhöht worden. Da braucht man eine einheitliche Regelung. Die Länder und die Kommunen können das nicht alleine lösen. Dafür sind wir hier gewählt im Bundestag und wir müssen es ändern. Auch da will ich es gar nicht schönreden. Wir haben in den 7 Jahren Rot-Grün-Regierung da auch nicht viel gemacht. Aber ich bin an dem Thema dran und ich mache das als Bundesvorsitzender. Also es ist nicht irgendwie delegiert an irgendeinen Fachpolitiker, sondern ich habe das an mich gezogen und das sage ich als Nichtraucher und als Vater von 2 Kindern. Unsere Drogenpolitik bei Cannabis ist in höchstem Maße verlogen und heuchlerisch und sie muss geändert werden und sie wird 2017 geändert. Da können wir als Fachmagazin nur zustimmen, Herr Özdemir. Ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch und viel Erfolg. Danke. Tschüss. Ciao. Ja, jetzt sind wir hier vor dem Büro der Bundesdrogenbeauftragten bei der Marlene Mortler. Wir hätten auch gerne drinnen ein bisschen gefilmt oder sogar ein Interview mit der gemacht, aber das wurde leider beides abgelehnt. Wir haben noch nicht mal ein O-Ton zu Cannabis gekriegt. Und deswegen erkläre ich euch jetzt mal, weil die Frau Mortler redet ja nur über Cannabiskonsumenten und Patienten, aber nicht mit denen. Deswegen muss ich euch jetzt mal erklären, was hier für ein neues Gesetz geplant ist, was wir zumindest erwarten. Patienten erwarten das übrigens auch. Herr Lauterbach von der SPD und der Montgomery, der Vorsitzende der Deutschen Ärztekammer, die haben sich auch schon dazu geäußert, dass sie lieber standardisierte Cannabisprodukte besser verschreibungsfähig machen sollen oder wollen. Das heißt, ich gehe davon aus, das nächste Lex Sativex wird verabschiedet. Cannabispatienten werden weiterhin in die Röhre gucken, zumindest die, die Echtblüten brauchen. Und die Betrokan-Blüten können dann auch nicht übernommen werden von der Kasse, denn dazu bedürfte es einer Gesetzesänderung. Der Lauterbach und der Montgomery haben schon angedeutet, sie möchten gar keine Gesetzesänderung. Das sollte der GBA machen, also der gemeinsame Bundesausschuss. Und wenn der GBA das macht, dann wird sicher nur ein standardisiertes Medikament zugelassen. Jetzt mal kurz zu den Kosten bei standardisierten Medikamenten. Bei Sativex kostet 1 Gramm THC, der Wirkstoff, umgerechnet ungefähr 400 Euro. Bei Tronabinol kostet 1 Gramm Wirkstoff umgerechnet ungefähr 800 Euro. Das kommt immer ganz auf die Apotheke an, auch ein bisschen. Und bei natürlichem Cannabis kostet 1 Gramm Wirkstoff, wenn es legal und teuer aus den Niederlanden importiert ist, auch nicht mehr als 50 bis 100 Euro,
je nach Sorte. Das heißt, die Kassen könnten dann halt Sativex und Ronabinol übernehmen. Die Kosten werden aber ungefähr viermal so hoch wie für das Betrokan-Cannabis, geschweige denn, dass viele Patienten das viel besser vertragen und sich das ja extra erklagt haben. Die ersten Patienten mussten sich ihre Ausnahmegenehmigung erklagen, weil halt natürliches Cannabis enthält viel mehr Cannabinoide als Fertigpräparate und das wirkt halt bei einigen besser. Ich möchte jetzt die Fertigpräparate aber auch nicht schlecht werden, denn es gibt auch sehr viele Patienten, die mit den Fertigpräparaten sehr gut bedient sind und sehr gut klarkommen. Und bei denen ist eine Kostenübernahme natürlich schon längst überfällig, aber die, die Cannabis als natürliche Medizin brauchen, sollten auch die Möglichkeit haben, das zu bekommen, in meinen Augen. Vor allen Dingen, weil es ja viel billiger ist als das Fertigpräparat. Jetzt wird es auch laut. Ich mache mich mal vom Acker, lasse hier die Straße fegen. Bis bald. Tschüss. Ja, nettes Interview. Und ganz zum Schluss, weil heute ist es hochpolitisch, gibt es auch keine Bons und keine Blättchen zu gewinnen. Nein, heute gibt es ein Jahresabo vom Hanf-Journal zu gewinnen. Ja, also an die übliche Mailadresse, gewinnen@exzessiv.tv. Natürlich bitte mit eurer Adresse, damit wir wissen, wo wir die hinschicken. Und dann gibt es ein Jahr das Hanf-Journal, 12 Ausgaben, gratis, frei Haus. Ja, viel Glück beim Gewinnspiel. Und ganz zum Schluss wollte ich euch noch sagen, ich habe rausgefunden, wo die Frau Mortler auf Dienstreise ist. Mit ein bisschen Unterstützung vom DHV, ein bisschen eigene Recherche, die ist in Uruguay. Da gibt es keine Pressemitteilung zu, kein gar nichts. Da treffen sich nämlich die Drogenbeauftragten der EU mit den Drogenbeauftragten der südamerikanischen Länder. Und der Pressesprecher von der Frau Mortler hat mir sogar bestätigt, dass die Frau Mortler dort unter anderem auch ein Treffen mit Regierungsvertretern geplant hat, wo auch über Cannabis geredet wird. Natürlich nicht nur, auch über andere Drogen und so, aber auch über Cannabis. Fragt sich, ist sie da zum Missionieren oder zum Lernen? Wir können natürlich nur hoffen, sie ist zum Lernen dort, weil von Uruguay kann man eine Menge lernen. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Glück beim Gewinnspiel, ein exzessives Wochenende, stay tuned und ja, bis bald, tschüss!